würden müssten. Ist er in der Nacht überhaupt da? Oder müssten wir warten, bis es Tag ist? Wir suchen noch einmal ein bisschen, aber nicht allzu lang. Und werden sonst im Tag wieder herkommen. Vielleicht hinter dieser Mauer. Und es wird nichts. Oder ist irgendwo ein Haus ein bisschen versteckt abseits? Komm schon. Ich glaube, die kann man nur am Tag finden. Warten wir, bis Tag ist. Und gehen dann nochmals rein. So, was könnten wir machen? Schauen, ob sie eine Quest haben. Nein. Okay. Gut, es ist Tag. Ging schnell. Das ging schnell. Hallo. Scheinbar noch nicht ganz Tag, aber einfach hell. Werden wir ihn jetzt finden? Ja. Ich sehe ihn schon. So, Pferd, du bleibst in Sicherheit hier. Schaffen wir den? Greif mal an. Und dann greife ich ihn an. Au! Der war fett. Gut. Dann können wir auch schon zurückgehen. Jarl fahren. Ich hoffe, er ist jetzt zurück. Sonst müssen wir den wieder hinterherjagen. Ist nicht gerade gut. Burg müssen wir. Also fahren. Batzek. Ja, ist im Krieg. Mist. Okay, aber wir gehen jetzt dem Reich Vaegir anschließen und dann ist leider die Aufnahmesession vorbei. Aber wie gesagt, ich werde ja viele Videos hochladen und bald wieder eine Aufnahmesession drehen. Okay, es scheint, die sind wieder zurück. Die kommen wieder hier zurück. Dann gehen wir hier ein bisschen nach rechts und gehen auf sie zu. Kommt, bleibt dort, bitte. Bleibt in Batzek. Dort seid ihr, ja. Hey, bleibt da, bleibt da, bleibt da. Bleibt da. Ziel verloren.
Leitbilder bleibt wieder da. Handelsabkommen unterzeichnet. Kanat Kerkin und Königreich Rodok haben ein Handelsabkommen unterzeichnet. Da ist er. Und wir haben wieder ein Training absolviert. Vier Erfahrungen bekommen wie das letzte Mal. Und die Truppen haben 44 bekommen. So. Ja, fahren. Ich habe Bartmas von Halmar in seinem versteckten Notizen ausfindig gemacht und ihm seine rechtmäßige Strafe zukommen lassen. Nun, und ohne ihn wird es uns allen besser gehen. Ich danke euch, Drago Basler, dass ihr diesen Dorn aus meiner Seite entfernt habt. Es ist gut zu wissen, dass ihr eure Aufgaben mit angemessenem Taktgefühl erledigen könnt. Ich versprach euch ein Kopfgeld und ein Kopfgeld solltet ihr auch bekommen, bis auf den letzten Heller. Gebt mir das Geld, mein Herr. Ich danke euch. Wir haben 300 bekommen, habe ich gesehen. Gut, ja, jetzt steht's schon wieder. Und die Beziehung ist von 1 auf 2 gestiegen. Natürlich, Drago Basler, bitte sehr, abermals. Ich danke euch, dass ihr diesen ehrlosen Schuft für mich beseitigt habt. Sonst noch was? Nein. Aber jetzt gibt es noch eine Quest, die wir erledigen können. Das ist die Botschaft an Dramuk. Druli in Burg Dramuk. Burg Dramuk. Da. Gehen wir mal nach Burg Dramuk. Die greifen eine Karawane an von Vergius. Nicht gut. Komm bitte, sei dort und nicht irgendwo in Gefangenschaft. Das ist Jarolek, der ist falsch. Da ist Ruli. Nein, bitte nicht. Ja, wir können nicht denen helfen. Ihr werdet Zeuge eines Gefechtes zwischen König Jaroleks Trupp und Kramuks Neujans Trupp. Er entscheidet euch dazu, euch nicht einzumischen. Wir können nicht einmischen, aber wir können danach gerne dem König sagen, wir wollen uns anschließen. Okay. Wir werden uns wiedersehen, Drago Basler. Mein Fürst, ich bin gekommen, um euch mein Schwert als Teilwasser darzubieten. Noch habt ihr euch nicht als kompetenter Befehlshaber unter Beweis gestellt, Drago Basler. Bekämpft meine Feinde und zeigt mir, dass ihr würdig seid, mein Vasall zu werden. Danach werden wir uns genau über diese Angelegenheiten unterhalten. Okay, dann werde ich hier speichern. Müssen wir halt einen alten Speicherstand überschreiten. Ja. Helfen. So. Und jetzt werden wir hoffentlich noch diese Truppen finden. Mist. Ich hoffe, der ist nicht jetzt gefangen. Shit. Fragen. Und jetzt, wie hieß er schon wieder? Druli. Dramuk. Okay.
Okay, wollen wir mal so eine Quest machen, da haben wir auch ein bisschen Ansehen beim König. Und ja. Deshalb nochmal anreden und ja, ich muss mit jemand anderem reden. Okay. So, bist du da drin? Aufgaben. Trulli. Bist du jetzt hier drin? Ich bringe eine Botschaft von Jarl Remhald. Ach, lasst mich einmal sehen. Wohlan, ihr habt gut getan, Drago Basler, mir dies zu bringen. Nehmt mein Siegel als Zeichen meines Empfanges und seid euch meines Dankes gewiss. Habt ihr Aufgaben? Söldner. Wohlan, ich schließe mich Königreich Vegir an. Perfekt, natürlich müsst ihr vorher einen formellen Treueschwur ableisten und euren Ehrenwort geben, dass ihr und euren Truppen für einen Zeitraum von nicht weniger als einem Monat im Sold von Königreich Vegir stehen werdet. Wie ihr wünscht, eure Feinde sind auch meine Feinde. Das wird ausreichen. Ihr habt eine kluge Entscheidung getroffen, mein Freund. Königreich Vegir bezahlt seine loyalen Kämpfer gut und die werden viele Belohnungen für ihre Dienste erhalten. Nun schlage ich vor, dass ihr euch für den nächsten Feldzug vorbereitet, trainiert und wappnet eure Männer in Zwischenzeit so gut wie möglich und meldet euch schnell zur Stelle, wenn ihr zum Dienst herbeigerufen werdet. Und sind wir bei den Vegirs und können dann schon bald in den Krieg ziehen. Ja, jetzt haben wir natürlich ein paar Feinde gemacht, zwei an der Anzahl, aber die lassen uns hoffentlich noch ein bisschen in Ruhe. Wir werden einfach mit den anderen losziehen und nicht zu nah an die Feinde gehen. So. Drei Tage, okay. Und wir bekommen sehr viel Geld. Die Bewohner von Readin sind über ihre Forderungen entrüstet und sehen sie als niedrigste Erpressung an. Sie werden sehr unruhig und können euch zur Gefahr werden, wenn ihr sie weiter unter Druck setzt. Beachtet sie nicht und fahrt fort. Nur 8 von einem. Und wir haben wieder ein Wochenbudget. Und jetzt haben wir 5.866. Okay. Oh, nicht schon wieder eins.